Paul Kohlmann und die 41 standesgemäß über den Norden. Seit der Feierabend zum Anlegen ist es mit der 13. Die 40 trägt das Turnier in Schleswig. Die 15 hat die Hartmann in Ecken. Thank you.
Fresse. Abgelaufen. Und mit beide wird für die Feierwehr. Ja, das macht direkt schnell. Versucht die Unordnung in der Defensive auszunutzen. Macht hier auch. Wird gefolgt von Jenny Crowder. Und wird einfach nicht komplett an der Seite mit der. Direkt mit den ersten zwei Freiwürfen in die Linie gehen. Eine verdammt wichtige Spiele. Er hat unter anderem auch gegen Hannover schon ein Spiel gehabt, wo sie mit 2 Punkte selber gescored hat, dafür aber 7 Jäger und 6 Spiele. Aber das wird jetzt 1,66 Meter starten. Jetzt sind hier ihre ersten 2 Punkte. Ganz zur Freude des mitgereisten Fanclubs von Halbling. Ich begrüße auch gleichzeitig die Mitglieder von Fans von Halbling, die von Sorge aus zuschauen. Ganz besonders. Wir haben den nächsten Angriff von Mitglied von Halbling. Wieder dazu ein Spiel. Waller mit vielen Szenen gesetzt, aber auch gleichzeitig gut verteidigt. Und der erste Fehlwurf von Waller im Spiel. Einfach von Lauren Engel. Überfall der Griff hier hinweg. Wird nicht gesetzt. Fällt dabei rein. Verkürzt noch 4 zu 6. Und jetzt der nächste Probatschuss wieder. Gefordert. Ein bisschen nachlegen. Niemand mit dem Drive. Ja, wird ganz freigelassen. Ein bisschen mehr weiter. Warner holt sich die 2 auf dem Bitte über uns jetzt wieder. Und dann ist die nächste Sektion runtergelaufen. Da weiß Theresa, sind wir natürlich auch, wir müssen machen. Naja, Kurzleger ohne Bedrängnis. Und dann haben wir den Ausgleich. 2 Punkte durch die Retoura, Verstoße. Minuten, Warner stark verbessert hier.
erinnert so ein bisschen an die Form der vergangenen Saison, wo sie den vierten Double Double aufgelegt hat. Was ist Jura für 3? Pass. Und wir sind auf 19. Geht an Lizzie Kaufmann. Das läuft gesagt. Auf jeden Fall. Ordentlich an Deutsch gesagt. Und nicht zu vergessen, jetzt diesen Ei gegen Braunschweig, das 5 von 5 Dreier getroffen. Also, man sollte sich nicht über den Kreis laufen lassen. Ein bisschen was gerissen, war besser. Drive und gleich der Baseline. Und nach den 2 Punkte per Korbleger. So, dann haben wir das Vollkampf für den Simon. Gute Hände von Jana Lücken, aufgefallen. Also bleiben wir beim Ballbesitz. Jetzt müssen wir nicht rein. Und ein Wurf, aber der passt. War dann gedanklich ein Schritt voraus, war es nur ein Wort. 3 Minuten kurz ist das erste Viertel, das ist Timo Bartke auf dem Feierabend. Ricky Karabatka ist auch noch im Spiel. Für Berlin Jona gekommen. Spiel, das Einspiel, gut aufgepasst. Von Spiel Retura. Jetzt sind die Platz von beiden, ne? Aber auf jeden Deko. Mit Papier wurde er dann sehen. Von Schrauder. Auf jeden Fall Wurfstab zu treffen, Simon. Die Lücke, wo er noch abgedrückt hat. Dann spiele ich mal durch, jetzt die Gegend zu gehen, machen wir. Ich habe gerade gesagt, dass diesen Braunschweig 5 von 5 getroffen im Spiel. Die sollte man nicht unbedingt heiß laufen lassen. Generell ist von allen Dingen Team, was das für dich kann, sehr selbstverständlich. Insgesamt 37% pro Spiel im Schnitt. Sehr ordentlicher Wert. Retour hat hier Pech, aber Jan Getur sind der Herr schon auf dem Südfeldbaum. Und Radar, schöner Fake. Also los ist mit dem nächsten Dreier, da gibt es direkt die Auszeit. Die Fireballs haben sich gefunden, vor allen Dingen ihren Wurf an der 3-Punkt-Linie. Kurze Auszeit, kurze Werbeunterbrechung, sind wir gleich wieder bei Ihnen. Zurück. Auf Fireball Türen. 2.
Zügen mit 2 erfolgreichen Dreiern aus den letzten 3 Angriffen mit Witzkins und 13. Am Ende den Pass geschossen, ich habe gerade vor der Aufzeit noch gesagt, 37% Dreierquote pro Spiel, überragender Wert. Und das für ein Team, was gerade mal mit einer 10er-Rotation auftritt. Und alle, die sich vielleicht schon vermisst haben, beziehungsweise noch nicht vermisst haben, Lindsay Herbert, die 32 im Beispiel, heute nicht dabei, hat sich die Nase gebrochen und dann im letzten Spiel gegen Magdeburg nochmal einen auf den Arm bekommen. Und ja, ich hoffe, nicht mitspielen, es geht dann nicht in der Lage. Ja, das war nicht auf jeden Fall. Beste Score in der Liga, plus unter den 10 besten Rebounder in der Liga steht. Mit den 19,4 Punkten und 7,4 Rebounds, überragendes Spielerin. Das ist eine erhebliche Schwäche heute für die Firewall Street, aber bestellen wir gut kompensieren können. Das ist direkt notwendig gewesen, weil dann Young nicht in den Griff bekommen hat. Wieder ein schwieriger Wurf, das ist ja nicht die Position, wo wir die Linie sind. Muss dann mal doch noch 1 bis 1,5 Meter näher an den Korb gebracht werden. Das verteidigt sich der Wurf bis hierhin gerade echt gut. Kann man mal zumindest die ersten 3 Leute nicht raus. Der Kira attackiert. Hat die Möglichkeit zum Entwurf, wird gefault und vollendet den Korbleger. Folge dann wirklich daran, dass die auch direkt immer ersetzt wird. Durch Claudia Nutzin. Damit sieht es natürlich nicht einfach sein, dass der letzte. Das sind 2-3 Minuten. Und Kura macht das 3-4 perfekt. 20-13, 7-4 Führung, das kann wieder so ein unkonzentriertes, schlechtes Anspiel. Der ist gut, das hat sich hier auf sich. Und wieder ist Young, der holt die nächste Offensive über und wird gefault. Darf an die Linie gehen. Das ist gerade ein bisschen zu einfach. Wie oft der schöne Young hier zum Offensive über kommt. Aber gegen Rekura und Radaric, wo wir ja fast 30 cm großen Vorteil hatten, also werden wir es machen. Daher kräftemäßig komplett im Vorteil. Und jetzt muss man mal mit dem kann aber trotzdem so ein bisschen kürzen. Sofern. Eigentlich ist es aber gewöhnlich. Und wichtige Rebound. Wir haben noch 5 Sekunden.
Der Dreier von Simon. Fast mit dem Ball von kurz nach 3. 20 zu 23 auf der Flippo Barfield gegen die Fireballs. Wird der Nummer 1 ist vorbei. Wir verabschieden uns wieder die kurze Werbeunterbrechung und sind dann wieder 5 zu 2. Zweite Viertel kann beginnen, wir sind bereit. Lorraine Engels. Darf den ersten Ball ins Spiel bringen. Italienerin, vorher am Boston College und der University of Connecticut gespielt. Und dann der nächste Angriff. Gute Hände von Cole und Cole ist dran. Jetzt haben die Cowboys eine kurze Überzahlsituation im Gang. Und hat eben getroffen, ist Profil. Hat jetzt ihren Sport gefunden. Young. Und die Möglichkeit zu meinem Wort. Young mit dem Foul. Und die erste Runde. Ja, da gibt es eine Möglichkeit, 10 Punkte zu stellen. Macht sie noch nicht, aber. Wenn es so weitergeht, wird das nur eine Frage der Zeit sein. 9 Punkte, 5 Rebounds hier für die Warner bisher. Komplett wieder ausgewechselt. Und Hartmann jetzt wieder zurück. Wir müssen ja nach 19 Punkten ausgewechselt sein mit 2 Punkten, da sind wir im Foul. Ja, das ist wirklich, da muss. Besser ausgeboxt werden und das ist der nächste Offensive Rebound. 3 Offensive Rebounds, jetzt sind vorher gespielt bei Halbling. Ja, aber hat man es zuletzt dabei, deswegen jetzt bei der Besuch Göttingen. Fireball holen statistisch gesehen 5 Rebounds offensiv im Spiel. Wir haben sehr heute im Spiel erzählt. Also laut. Der Test steht nochmal 4 Offensiv-Rebounds bis hierhin, aber das ist natürlich nicht das, was wir gesehen haben. Wir haben gerade in der Angriffssequenz 3 Offensiv-Rebounds gesehen. Und Coleman ist on fire. Coleman ist hype. Dritter Dreier von ihr persönlich. Und sie gleicht aus. Auf 25, 25. War gut verteidigt von Simon. Die nur seitlich gegen die Spielerin begleiten. Gelaufen ist von Coleman. Da rollt sich vom Ring wieder ab. Jetzt machen sie Fireball schnell und Rekura kannst du nicht. Rebound ist eine Papier und Rebound 7. Danke fürs Zuschauen. Wenn er reinfällt, kannst du auch als Trainer nicht sagen. Ganz nach dem Motto, der jetzt trifft er weg. Alles gut, wir waren schon wieder ein bisschen früher als die Zeit. Aber gut, was spielt. Schwieriger Bruch, musste abdrücken. Weil du nicht den Ring, deswegen kann ich heulen. Kurze Sekunde. Und weiter die Falsch zu Göttingen. Die Stücke sind gebaut geworden. Und dann ist das hier bis zum Grimoniak ersetzt wird. Wie schon im Spiel unter der Woche, Janis Kukas wieder mit einer relativ großen Rotation. Es gibt vielen Spielerinnen, die ihre Einsatzzeiten. Ja, Warner wird natürlich von Jan ganz weit stehen gelassen. Hat noch nicht einen Dreier in der Saison probiert. Ist auch nicht der Experte unbedingt von der Dreierlinie. Mit
Guten Abend, holt sich den Ball nochmal wieder. Aber jetzt ist auch Ulrich Schottland abgelaufen, ärgert sich da. Hätte gerne den Teufel vom Schiedsrichter bekommen. Der schwierige Wurf von David und der ist zu kurz. Dann auch gut nochmal einen Meter hinter der Dreierlinie. Und wieder die gleiche Situation wie gerade schon. So, jetzt haben wir das Glück. Und das nächste Wurf. Der Routine natürlich super aus. Und die deutlich kleinere Sofmann. Die sich nur mit dem Foul zu helfen weiß in der Defense. Und Routine jetzt auch mit der Chance auf das 13-Spiel. Und wenn ich schaue, dann bekommt er das Spiel und Simon. Wie der wichtige Impuls gesetzt hat in der Partie bisher. Unter anderem natürlich der. Fast. Aber sind da Dreier. Das ist der Foul. Das ist so. Nächste 3-5-Spiel bedeutet das eine 5-Punkte-Führung. Noch genau 6 Minuten zu spielen. Wieder die Treppe. Das war aber gut überspielt. Und jetzt kann es nicht selber gehen. Und auch mit der Verteidigung dabei. Mit Team gegen die kleinere. Jede Spielerin dran gestanden ist erst am nächsten Reifenbruch. Der Block aber sich noch irgendwie voll. Ein bewegter Block von Tony Routine, die nicht rechtzeitig stand, als Tony Foreman und sie herumgegangen ist. Dann wieder von ihrer Lieblingsfunktion schon eingebracht. Aber der Offensivrebound ist mal wieder in der Tasche gelandet. Der nächste Offensivrebound und dann der Block, aber mit Kontakt unten an der Hüfte von Warner. Und das ist jetzt zweites Problem. Nee, das erste Problem der Fall. Florian Engel hält ihre Linie treu, steht bei 100% in der letzten Woche von der Linie. Zeigt ihr halt auch, dass sie ein paar Trommeln eben dann wieder auf dem Jürgen ziehen. Das war in den Nerven an der Linie, ganz stark. Schauder fehlt ein extra Pass auf Warner und die 2.10. Es ist hier dann Schauder und Warner darf zusätzlich noch einmal die Linie. Schön, mit extra Pass von Ja, das sieht sich an. Ja, das ist ein bisschen. 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 Das ist ein b
Hat er den Ball nicht final übergeben? Natürlich jetzt zum großen Ärger der mitgereisten Fans aus Bad Aibling. Ja, auf der anderen Seite ist das Freude der Göttinger Fans vollendet sogar den zweiten, der dann auch gezählt hat. Natürlich auch früh rausgenommen mit dem zweiten Leben Fouls. Bringt einen natürlich auch mental raus und Borna ist jetzt drauf. Und dann nächste Situation. Geht gut zum Korb, fließt direkt am Korb ab gegen Engel. Hat er ja auch noch mal kurz 5 cm Luft nach oben. Und Tori Borna ist ein Foul. Die nächste Auszeit heißt wieder von uns kurze Werbeunterbrechung und wir sind bei uns. Coach, wir sprechen dann auch mit dem Team. Wobei Janis Kukas natürlich der Endcoach, der mit dem Basket deutlich später war, ich habe mit der Defense des zweiten Viertels. Im Gegensatz zu Ciara Eigelag. Das Team hat hier so ein bisschen den Faden verloren, es gibt keine freien Dreier mehr unbedingt, viele schwierige Würfe dabei. Und auch Young wird jetzt ein bisschen besser einfach ausgehalten von den Göttingern. Ein bisschen das Spiel der Saison bisher. Geht jetzt über 14 Punkte und bringt den Rebound. Der Leibling hat jetzt 14 Punkte für den Ende. Gute Hände und dann haben wir jetzt den Fehler. Jetzt wird das von den Kuba. Schöner extra Pass raus auf Coleman, aber die Kopf ist hier auch zu vergeben, ein 3-Punkt hoch. Ein bisschen abgekühlt in den letzten Minuten. Und Young mit dem Stellenwurf. Aber Warner mit dem nächsten Rebound. Das kann schnell gehen, da haben wir 4-gegen-3-Situation. Ah, und da stehen sich Gobroniak und Warner gegenseitig auf den Füßen. Gute Idee mit dem schnellen Hohenspiel von vorne. Man merkt sich vor dem Motto im Bühne, er hat sich sicher. Das ist sowohl der Bruder, als auch vorne den Ball durchspielt. Der Name ist Young und die macht die nächsten 2 Punkte. Minuten wird er über den Ring weg und da. Ich dachte gerade, sie übersieht es, weil sie nicht wirklich für den Spiel stand. Und dann legen wir bei der 5.
Start bevor ich den Ball weg habe. Fällt aber nicht rein, muss deswegen zweimal die Linie. Darf es aber nicht mehr gehen. Das ist das nächste Fernsehen, die auch mal in die jetzt schon zurück. Also Annalina hat angepasst, das war Svenny Schorner mit diesem Treffer gerade nicht hatte. Weiter ausgebaut. Ja, wieder der schöne Extrapass. Kommt jetzt hier auf Warner und Warner ist hier komplett on fire heute. 40-32, 90 Sekunden zu spielen. In Halbzeit 1. Und man sieht, dass heute ein bisschen zu weit wegstand. Und dann muss ich noch ein Video und gefühlt der 10. 15. auf dem Sieg geworden jetzt schon. Ja, und jetzt zählt es auch hier bei der Einlinger. Mit dem guten Extrapass kommt dann damit auf Young. Und dann ist es das persönliche Foul Nummer 2 von Warner. Von dem Kühlrad. Das hätten wir nicht im zweiten Punkt Punkte am Kopf. Auch wieder pünktlich zurück zu den letzten 16 Sekunden in Halbzeit 1. Flippo Baskets führen mit 9, können sogar auf zweistellig erhöhen. Je nachdem, was Janis Kupers jetzt für Spiel mit dem aufgezeichnet hat.
dazwischen rausgegangen, der war nicht mit Zweifel. Und das ist der nächste riskante Pass, aber Cole, der passt gut auf. Hat er Pech. Muss leider nicht abschließen. 42 zu 33 zur Halbzeit. Wir verabschieden uns in den kurzen Pausentee und sind dann rechtzeitig zur zweiten Halbzeit wieder zurück bei Ihnen. So, da sind wir auch wieder. Also wir sind bereit. Wenn es dann die Schiedsrichter und die Spielerin gleich sind, kann es weitergehen. Ich habe ja bereits vor dem Spiel schon gesagt, es ist eine besondere Brisanz in diesem Spiel. Beide bei 2-7 und 4 Niederlagen im ersten 6 Saisonspiel. Bei Aibling noch nicht unbedingt in der Rolle, in der sie sein wollen. Hatten ja seitdem sie 2016-17 in der Bundesliga spielen, einen ersten sehr, sehr guten 6. Platz und dann im zweiten Jahr einen 4. Platz. Sind dabei immer in der ersten Playoff-Runde ironischerweise gegen Marburg mit 1-2 gescheitert und wollen es dann eben dieses Jahr noch einen Schritt besser machen, aber Eilert, der Head Coach der von Aiblingerin, hat eben auch gesagt, es ist als Prozess zu sehen und man muss es eben erstmal wieder zusammenfinden. Es gab ja dann doch so ein paar neue Spielerinnen auch wieder im System. Ja, und das ist eben heute wieder so gut zu erkennen, dass es natürlich wichtig ist, dass man eben auch die Intensität hochhält, dass man mit der Energie über 40 Minuten durchspielen muss. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn du gerade nur mit der 6er-Rotation spielen kannst, was Van Aibling hier bisher gemacht hat. Und zumindest auch weiterhin macht keine neue Spielerin hier auf dem Feld. Dafür Amina Hartmann mit den 3 verbindenden Fouls. Und auf der Bank nicht zu vergessen, die Espen Sohmann auch mit 3 verbindenden Fouls. Coleman stand auf der Linie. Und wieder das effektive Mittel der ersten Halbzeit. Dieser besondere Extrapass häufig zwischen den beiden Big Spielerinnen am Korb direkt. Immer ein Stück zu schnell für die Verteidigung von Van Aibling. Ja, er kann sich nicht abdrehen. Von ihrer Lieblingsposition zu nicht. Kommt auch keiner mehr rüber und das heißt, der nächste Ballbesitz ist bei Göttingen. Wieder mit Jenny Korda, die auch wieder viele, viele Minuten geht heute. Oder fast 16 Minuten in der Halbzeit gespielt. Und mit dem Drive hat sie die erste Treffung gejagt. Eben noch angesprochen in der Halbzeitanalyse. Jetzt macht sie die ersten 2 Punkte auf. Einen guten Drive. Jetzt sind damit eben auch schon bei 11 Punkten. Jan Buchmann verweigert sie und holt sich den Trittfehler. So, da jetzt vielleicht nicht unbedingt das selbstvertrauliche Entwurf. Also eben kurz vor einem Angriff davor für die Gänzposition mehr oder weniger vergeben hatte. Und jetzt wieder ein bisschen Basket. Eben Angriff. Und wenn nächsten 2 hinein. Dann ist es zu weit, aber Warner holt sich hier den nächsten Offensiv-Rebound. Und das Foul. Was geht an Young? Das persönliche Foul Nummer 2. Und dass die Young dann auch noch raus sein sollte, hätte man eben auch nur noch mit Alina Hartmann, eine relativ große Spielerin. Dann haben wir es natürlich schwer, eine mit deren 1,96 Meter für den Warner zu halten. Also da spielen die Clippo Baskets natürlich bis hierhin auch echt super gut aus. Vor allen Dingen sehr intelligent, immer wieder auf die Bigs zu gehen, frühe Fouls anzuhängen. Und so dann eben mit Foul Trouble zu bringen, dass sie dann eben gezwungen sind, entweder kleiner zu spielen oder einfach in der Defense die Hände rauslassen zu müssen. Ja, und Young über Umwege bekommt sie hier den Offensiv-Rebound. Das ist sicherlich auf jeden Fall die Schwäche hier von den Clippo Baskets. Aber es ist die Strafradaritz hier mit den nächsten 3 Punkten.
Alpine lässt sich hier keine Blitz abschütteln. Wir liegen nur mit 8 Punkten zurück und wir haben vorhin gesehen, wie schnell das gehen kann, wie schnell 7 bis 8 Punkte aufgeholt sein können. Das nächste schlechte Anstieg von Crowder in Richtung Rotzin, die auch intelligent von Engeln verteidigt wurde. Da gibt Werner dann den nächsten offensiven Rebound und Hartmann mit der nächsten Chance. Aber diesmal du auch noch den Rebound. Gute und enge Verteidigung, aber dann das schöne Anspiel auf Rotzin und dann gibt es das Foul, das ist persönliche Foul Nummer 3 von Young. Und die nächste Möglichkeit an der Freiwurflinie für Rotzin. Immer auch interessant zu sehen, wie weit die Konditionellfähigkeiten ausreichen bei einer 6er Rotation hier bei Bad Aibling. Die Baskets lassen jetzt hier den einen oder anderen Punkt an der Linie liegen. Das kann natürlich am Ende wehtun. Aber nach 3 Erfolglosen ist der nächste erfolgreiche durch Rotzin. Beziehungsweise für die Klippo Basket. Jetzt die erste Beispiel, wenn gut überspielt, wo jetzt kannst du den Zettel übergehen. Und der nächste Airball-Dreier von Rekura. Ja, zuletzt, ich glaube Rekura oder ja, einer von beiden war auf jeden Fall zuletzt dabei. Deswegen bleibt der Ballbesitz in Göttingen. Und so, man macht sich dann bereit. Ja, Lange hat sich jetzt hoffentlich nicht schlimmer verletzt. Kann aber auftreten. Ein bisschen fertig treten. Kann weitergehen und dann gibt es den Wechsel. Aber Young zeigt an, sie will, ne? Ist dann aber gezwungen von ihrer Trainerin. Wenn sie nicht wollte, muss sie trotzdem raus. Und jetzt spielt Bad Aibling im kompletten Smallball. Und da sehen wir das. Ah, da muss Rutsi natürlich mehr draus machen. Kann viel, viel besser ihren Körper einsetzen in der Situation, da gegen die wirklich keine Rekur war. Radaric, nächsten Dreier? Nein. Aber dafür den nächsten Rebound bei Warner. So, jetzt wieder Radaric gegen Rutsin. Ein schlechter Anspiel. Letzte Fastbreak-Möglichkeit für Bad Aibling, aber Göttingen steht wieder rechtzeitig. Und einen guten Drive, wird aber gut verteidigt von Warner. Nimmt Corey Coleman dann auch ein bisschen das Tempo raus aus diesem Angriff. Und Crowder macht gut, hat aber Pech im Abschluss. Und gut nachgegangen nach dem Laurin Engel. Nächste Angriffsmöglichkeit wieder für Craig Kuba für 3. Aber auch der ist zu kurz. Ein Doppelwechsel in Göttingen, Jana Lücken und Alissa Pierce wieder zurück. Ja, mittlerweile wird ihm Warner beim Double-Double angekommen. 16 Punkte, 11 Rebounds. Wenn ich jetzt nicht alles täusche, ist es tatsächlich ihr erstes Double-Double in dieser Saison. Simon im Poster. Schwierige Wurf dann. Er geht gut nach Corey Coleman. Wer ist hier in hinterhergegangen, holt sich den nächsten Offensiv-Rebound und erzielt das nächste paar Punkte. 11 Punkte wieder die Führung für Göttingen. Bleibt es ein paar Minuten konstant, jetzt immer wieder so bei 10, 11 Punkten die Führung. So, man jetzt im 1 gegen 1 gegen Jana Lücken, sieht Radaric. Und Radaric wieder Sogmann, und er ist zu spät. Auch wenn er gepasst hätte, zählt er nicht.
Ball hat nicht rechtzeitig die Hand verlassen, hat der Schiedsrichter direkt angezeigt. Und Jan wieder zurück. Der Eigelhaken nur kurz geguckt, ob es keine schlimmere Verletzung ist eben in der Situation. Und das geht wieder. Jetzt an der Seitenlinie. Und das hier ist. Oh, verliert fast den Ball. Aber Warner ist halt einfach da. Belohnt sich aber diesmal nicht für den Offensivspieler. Ja, jetzt mit dem Rebound. Geht nicht in 1 gegen 1 zu 11 gegen Warner. Interessant. Dafür gerade alles mit dem nächsten Dreier und der passt. Man darf nicht vergessen, Bradaric ist eine, die 13% hier bisher in der Saison von der Dreierlinie getroffen hat. Also nicht unbedingt als die sicherste Dreierschütze gilt. Und nach ihrem zweiten persönlichen Dreier sollte man da jetzt vielleicht ein bisschen mehr Druck ausüben. Vicky Karamatta kommt zurück. Noch Danny Crowder. Pause mit Tom Warner und Simon. Offensiv-Foul direkt angezeigt. Kein guter Einstand von Karambatza. Gerade erst auf den Platz gekommen ist und direkt mit dem Offensiv-Foul hier wieder zurückmeldet. Ja, ich glaube, ihr zweites persönliches. Bei Göttingen auch keine Spieler in der Foul-Story. Ganz anders zwei bei der Alpling. Mit Hofmann, Hartmann und auch Young jeweils mit drei persönlichen Fouls belasten können. Oh, schwieriger Wurf von Engeln, der auch nicht reinfällt. So, jetzt ist der Karamatza gegen Young. Karamatza traut sich da einiges zu, wird abgeräumt von Young. Aber Engeln stand auf der Linie, deswegen bleibt er bei mit den Göttingen. Karamatza natürlich körperlich sagen, komplett ein bisschen als gegen Young. Es anders aus gegen Dortmann. Hey, das hat hier schon viel gelohnt sich dann mit den zwei Punkten. Kann gut über Dortmann rüberwerfen. Dortmann ja auch nur 1,66 groß. Ja, noch 2 Punkte wieder größer als Jenny Crowder. Bleibt mir gut gehört. Ah. Guter Booster von Engel. Wird aber nicht gelohnt. Hätte gerne das Voll gesehen. Jake Crowder, mit dem Herz, passt sich Herz, darf an die Linie. Das nächste persönliche Foul von Lissi Sogmann. Und jetzt haben wir die erste Spielerin, die im kompletten Foul Trouble steht. Nächste Foul wäre für Lissi Sogmann vorzeitige Ende ihres Arbeitstages. Wird jetzt auf jeden Fall erstmal ausgewechselt. Nina Hartmann zurück und Corey Coleman wird ersetzt durch Lea Nguyen. Damit auch Janis Kupov sein Wechselkontingent fast aufgeschöpft. Die nächste Person für Jenny Crowder. Auf Seiten der Göttingen fehlt er nur noch Fenja Koine, dann hätte alle tatsächlich gespielt. Weitergeht und läuft. Ich bin mal gespannt sein, ob sie noch ein paar Sekunden, Minuten, wie auch immer bekommen. Gute Verteidigung jetzt hier auf Karamatza. Die jetzt hier die Siegerin im 1 gegen 1 Duell gegen Young ist. Und gleichzeitig auch die Defensive bei uns. Ja. Schneller den Engel gerade hatte. Ja,
Tora mit einem schwierigen Drive, aber stark abgeschlossen. Nächsten zwei Punkte hier für Bad Aibling. Und die Franzose. Ja, jetzt gibt es einen verletzungsbedingten Wechsel. Jana Lippen muss ausgetauscht werden. Jetzt war die Gruppen zurück. Stark. Das spielt hier komplett durch, aber mit einer super Leistung. Gerade in Halbzeit 2 noch mal ein bisschen stärker geworden. Und dann gibt es das Foul. Geht an Karabatzer, das ist jetzt ihr drittes. Aber da steht jetzt schon bei 11 Punkten, 4 Assists, ein Rebound dazu. Von der 24-jährigen Deutschen bis hierhin. Während ihre Mitspielerin, Lauren Engel, die Trainerin, beide Punkte von der Freiwurflinie holt. Wieder sind es nur 8. Der Führer verteidigt jetzt mehr Millionen. Hier den Pick von Claudio Grossini-Pick. Und dann haben wir die Jump-Roll-Situation und der Ballbesitzer hat dann gefeilt, zeigt in Richtung Angriff. Bad Aibling. 70 Sekunden vor Ende des dritten Viertels hat der Indy die Chance wieder bis auf 5 zu verkürzen. Und dann gibt es das Foul von Lea Nguyen. War allerdings ein gutes Foul, weil die Gegenspielerin sonst in einer 1 gegen 0 Situation zum Korb hätte ziehen können. So gibt es nur den Einwurf an der Baseline. Also wieder die Chance für Göttingen, sich neu zu positionieren in der Defense. Und Alina hat noch ein bisschen zu schnell für den Ball. Kann man noch nachgreifen. Ja, dann müssen wir auch wieder zurück. Einfach verdienen. Da kommt die Halbzeit-Defense zu spät. Gibt das Foul. Oh, das geht wieder gegen Vicky Karambatza jetzt auf sie im kompletten Foul Trouble. Vierte persönliche Figur und Bradaric erzielt die Punkte 12-13 und hat jetzt sogar die Chance, mit dem Bonus auf 14 zu erhöhen. Macht sie auch und bringt ihr Team auf 5 zurück. Gut überspielt, auf der Claudio Grossini, der ganz frei stehen gelassen wurde. Und hier ist ein Duell gegen Young. Aber wieder Pech im Abschluss. Neben dem Ball nicht konzentriert genug am Brett. Und jetzt haben wir mit dem ganz kleinen Dreier. Und der passt. Bei der Aibling kommt jetzt noch zwei letzte Angriffe gehört. Sehr wahrscheinlich Göttingen. Unterstützung der Fans ist auf jeden Fall da. Und auch wieder ein paar mehr Zuschauer heute hier in der Halle. Einfach beim letzten Spiel und wieder eine gute Pass von Dennis Crowder. Auf Karambatza und die belohnt sich mit den zwei Punkten. 53-49 zum Ende des dritten Viertels. Kurze Werbeunterbrechung, wir sind gleich wieder bei Ihnen. So, da sind wir wieder zurück, haben noch 45 Sekunden, um einfach mal über das Spiel zu sprechen. Das ist so ein bisschen wie das Spiel eben am 22. Spieltag der letzten Saison, als sich die, oder an das sich die Göttinger Fans und auch Spielerinnen natürlich gerne zurückerinnern. Denn mit dem 68-57 damals für Göttingen, sicherte man sich überhaupt erst diesen Klassenerhalt. Dass man eben die Chance hatte, heute nochmal gegen die Bad Aiblingerinnen zu spielen. Damals wird ihm auch schon mit einer starken Partie 17 Punkte, 10 Rebounds. Und eben der Lindsay Schilbert mit 24 Punkten und 9 Rebounds, die fehlt halt hier heute noch ein bisschen, das merkt man. Und im Hinspiel damals, am 11. Spieltag, 86-60, eine komplette Demonstration der Machtverhältnisse damals für Bad Aibling. 31 Punkte selber gerade mal zugelassen nach 3 Viertel. Göttingen absolut kein Mittel gefunden gegen Bad Aibling. Und vor allem nicht gegen eine
Lindsay Sherbert, die damals sogar 25 Punkte und 17 Rebounds geholt hat. Überragende Leistung damals von ihr. Ihr wünscht mir natürlich auch nochmal gute Besserung und schnelle Genesung vor allen Dingen. Und jetzt sind wir bereit für das vierte Viertel. Es kann losgehen. Erster Angriff für direkt den Göttinger. Draußen beide Bildspielerinnen. Jetzt das Duell. Pierce gegen Tadaric und Pierce entscheidet das Gewicht. 2 Punkte für Göttingen. Ziel erstmal wieder auf 6 davon. André Kura zu kurz. Nächster Rebound ist bei Göttingen. Der macht den Rebound schnell. Und der Pass. Es erinnert schon wieder ein bisschen eher an die ersten 3 Minuten. Gute Verteidigung jetzt von Minister Pierce. Und Bradaric bringt wieder ein bisschen Ruhe ins Spiel. Und gut zurück, hatte keine Chance. Verteidigung der Göttingerin stand gut gestaffelt. 4 Sekunden noch für Lauren Engel. Okay. Claudia Gruzin lässt ihre Gegenspielerin trotz Vorstoß nicht zum Korb ziehen. Gar nicht erst ein gutes Gefühl vermitteln. Alles Gute für Bradaric. Starker Move an der Baseline, guten Korb gegangen und dann unterm Ring abgelegt. Verkürzt wieder auf 6. Simon wird gar nicht angespielt, ist komplett frei. Aber jetzt haben wir das Poster von Simon. Wir sind mit Team mit einem schwierigen Pass. Und Team macht wieder nicht gut. Er ist zuletzt am Ball. Young bei die Faust freut sich hier für die gute und gelungene Defensivaktion. Und Chiara Aguilar hier den nächsten Angriff einzeigen. Wer so gespielt werden sollte, der schnelle Wurf da von Young. Aber wenn du dich eben auf deine Mitspielerin verlassen kannst, du die Offensiv-Rebounds permanent holen. Und da haben wir wieder einen Schnittfehler. Das ist bestimmt schon der dritte von Young heute. Das ist auch direkt nochmal eine Anweisung ihrer Trainerin. Ja, damit springt Jenny Crowder dann gut Richtung Außenlinie. Ja, da kann sie aber mit dem Moment frei. Die Audio-Team macht gut. Nächsten 2 Punkte hier für Göttingen. Wieder 8 bei weniger als 8 Minuten zu spielen. Ziehen. Es gab kurz eine Meinungsverschiedenheit der Schiedsrichter, aber der nachfolgende Schiedsrichter hat angesagt, dass es die Währung gesehen hat und gibt die Auszeit für Bad Aibling. Wir wissen, was es bedeutet. Kurze Werbepause, wir sind rechtzeitig wieder zurück. Schon wieder zurück. Also wenn man sich die bisherigen Spiele einfach mal so anschaut, beide haben schon gegen Wasserburg gespielt. Tatsächlich ist Wasserburg sogar der Gegner, der letzte Gegner von beiden Teams gewesen. Am letzten Wochenende hat Bad Aibling zu Hause mit 63-77 verloren und unter der Woche dann sogar noch im Nachholspiel für die englische Woche die Flippo Baskets in Wasserburg mit 58-78 verloren, drei Viertel lang stark mitgehalten. Im letzten Viertel dann komplett eingebrochen, da ging einfach gar nichts mehr. Aber wenn man sich so die letzten 4 Spiele der Flippo Baskets einfach mal anschaut, wir haben in Hannover eine Niederlage, wir haben gegen Braunschweig einen Sieg, wir haben gegen Chemnitz eine Niederlage, wir haben gegen Kelter einen Sieg. Das heißt theoretisch, zumindest nach der Reihenfolge der Spieltage, müsste heute einen Sieg dann rausbringen. Wir dürfen gespannt sein. Es sind 8 Punkte Führung, 7,5 Minuten noch zu spielen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt sehr wahrscheinlich bis zum Ende ein sehr, sehr spannendes Spiel.
Und Jona setzt sich durch den Jungle, stellt erstmal wieder auf 10. Knippe Baskets haben sich aus dem Loch ein bisschen gefangen. Und sind wieder bei der 11-10-Punkte-Führung. Nicht unbedingt schneller jetzt gegen die Roller gewesen. Eine Fehlgeburt von Engel. Und aber Young zuerst aber ja, stand das ist auch. 2 Punkte. Punkte natürlich nicht. Aber den nächsten beiden gibt es für die Flippe Basket, wo sie natürlich 2 Punkte erzielen können. Und da ist doch eine Berlin Warner heute. Auf jeden Fall eine zuverlässige Bank. Mit der 18 Punkten, 13 Rebound. Und dann ist Pierce mit dem Dreier. Er ist aber meilenweit weg. Man muss auch selbst mal kurz tief durchatmen. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt hatte bei diesem Wurf. Wir kommen jetzt auf eine Pause. Corey Coleman zurück. In der Situation vielleicht sogar sinnvoller gestanden wäre. Erste Halbzeit 3 von 5 Dreiern hinter der 3-5-Linie getroffen. Und dann haben wir das Offensivfoul und das fehlt Andra David. Das ist ihr drittes persönliches. Bist du ganz zufrieden? Naturgemäß mit der Entscheidung des Schiedsrichters. Aber der nimmt ihn nicht zurück. Dagegen Hartmann im 1 gegen 1. Schwieriger Bild, gut verteidigt von Hartmann, die den Block sogar zu bestimmen bekommt. Hätte Simon unter Umständen sogar mit dem Warner sehen können mit dem extra Pass, was in der ersten Halbzeit richtig gut geklappt hat. Und Warner holt sich hier schon in der zweiten Zeit den nächsten Defensiv-Rebound. Gibt nicht auf, sie spielt hier die komplette Partie durch. Und immer wieder attackiert sie ihre Gegenspielerin sofort mit der Tür auf. Zeigt hier bisher überhaupt kein Kräfteverschleiß, ganz, ganz stark. Ja, und jetzt mit dem Fehlpass und jetzt die 2 gegen 1 Fastbreak-Situation. Simon macht es alleine und hätte mal lieber abgespielt. Crowder aber nicht ganz zufrieden mit der Entscheidung und der Schrittfehler von Zogmann. Jetzt kommt Warner erstmal ihren 10 Ablauf. Wohl verdient, muss man auch dazu sagen. Ganz, ganz starke Leistung. 20 Punkte und 15 Rebounds dazu. Das ist die Warner, die man aus der vergangenen Saison kennt. Dann wieder auf die rechte Seite. Das ist mal wieder der extra Pass, aber der war nicht gut gespielt. Kommt aber im Umwege an. Aber der Wurf ist dann eben nicht passend, nicht gut. Dann geht die Karamatzer. Hochmann für 3, auch zu kurz. Rebound ist dann aber bei Young. Ja, und schönen Feierabend kann man dann wohl sagen zu Vicky Karamatzer, was hier 5. Persönliches. Ja, da darf Virgin Warner direkt wieder zurückkommen. Hat sich gerade gemütlich gemacht auf der Bank. So, und jetzt Engel im Mitmatch. Aber gute Verteidigung, gute Herzzeit dann von Warner. Überragende Verteidigung, überragende Herzzeit. Nächste Ballbesitz für Götze. Sollten wir das Spiel tatsächlich gewinnen, im dritten Heimspiel, den dritten Heimsieg führen. Gut. Werner jetzt mit dem langen Wurf, ja, das ist nicht gut, nicht ihr Wurf, von da unten unbedingt.
Young macht es auch nicht besser. Rebound ist bei Jana Lücken. Und da gibt es das Foul für Lisi Sogmann. Und auch ihr Feierabend ist damit besiegelt. Da gibt es nochmal die Auszeit. Kurze Werbeunterbrechung. Wir sind gleich wieder pünktlich zurück. So, wir sind zurück. Lass uns mal kurz auf die Stats schauen vor den letzten 4 Minuten 16 Sekunden. Mit Dean Warner, ich habe es mehrfach angesprochen, 20 Punkte, 16 Rebounds überragend. Corey Coleman mit 13 Punkten. Danny Crowder 5 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists. Auch wieder eine gute Allrounder-Leistung. Ja. Tamir Simon stark mit 7 Punkten, Dennis Abdi auf 8 Punkte. Und auch Cody Guzzi mit 8 Punkten. So, 4:16 noch auf der Uhr. So. Seiten von Bad Aibling ist es eben Destiny Young, der noch 2 Punkte zum Double-Double zählt, also 11 Rebounds und 8 Punkte. Lena Bradaric hat schon angedeutet, 16 Punkte, 12 Punkte über den Saisonspiel, überragend den Partie-Bezirk von mir. Und Cyril Kura auch mit 10 Punkten. So, ein Teil gewinnen durch Bradaric, nächste Chance, sich nochmal zu verkürzen. Interessant sein wird es jetzt, ob Eisenhardt jetzt mit der 5er-Rotation weiterspielen lässt. Während Young jetzt hier Double-Double perfekt macht. Hat er die ganze Partie nur mit 6 Spielern gespielt. Und jetzt hat sich ja vor kurzem eben Lissi Sogmann mit der 5. Position voll aus dem Spiel verabschiedet. Und der nächste Turnover. Nicht konzentriert genug und jetzt muss es eigentlich schnell gehen. Bradaric. Er ist zu lang und der Rebound ist bei Jana Lücken. Das Ding ist natürlich gut beraten, jetzt die Angriffe ein bisschen ruhiger auszuspielen. Coleman zu 3 passt nicht. Und dann gibt es das Foul, das ist von Warner. Zu Recht beim Kampf um den Rebound hat sie ihre Gegenspielerin in den Rücken gestoßen. Folgerichtig der Foulpfiff gegen die Nummer 41 Jetsons. Und jetzt die Chance, 3 Minuten vor Ende der Partie tatsächlich nochmal auf Platz 10 zu verkürzen für Bad Aibling. Das Spiel ist hier nicht entschieden. Wieder Bradaric, die das Heft in die Hand nimmt. Aber wieder kein Glück im Abschluss. Und dann gibt es das Foul an Engel. Das ist aber jetzt das erste Foul. Eine, die 37 Minuten auf dem Feld steht, komplett durchspielt. Gerade die großen Spielerinnen verteidigen muss. Mit ihrer ersten, persönlichen Foul. Ein paar Damen attackiert jetzt Crowder fast direkt schon an der Baseline. Hier hat man das Gefühl, dass sie bis heute Nacht durchspielen könnte. Und die gute Trabstadt-Defense von Young und der nächste Turnover. Götting ist in dieser Phase ein bisschen zu unkonzentriert. Der Ball läuft nicht mehr gut. Man nimmt die Zeit nicht gut genug von der Uhr runter und produziert dann diese teils unnötigen und teils erfüllten Turnover. Ganz, ganz viel Glück. Ja, da gibt es noch das Foul von Rekura hinterher. Aber wie viel Glück war in dieser Situation bitte dabei? Janis Kukas zeigt es seiner Aufbauspielerin Jenny Crowder auch direkt an. Bring Ruhe ins Spiel.
Man hat 10 Punkte Vorsprung, 2 Minuten Restspielzeit. Da ist es einfach nur den Ball über die Mittellinie bringen, dann den Ball laufen lassen, möglichst viel von den 24 Punkten in der Uhr runternehmen. Dann ist das Foul von Young, das ist ihr viertes persönliches. Jetzt hat Jannis Kukos eigentlich schon eine 5 auf dem Feld stehen, wo eigentlich alle den Ball gut bringen können, wo der Ball gut laufen kann. Aber jetzt verrennt man sich immer wieder in kopflose Aktionen. Damit kann natürlich niemand zufrieden sein, weder der Trainer selbst. Und dann lässt man dazu auch noch die Punkte an der Freiwurflinie liegen. Und auf der anderen Seite hat man eben Glück, dass Bradaric zweimal einen offenen Dreier vergibt. Und auch Young eben den Wurf an der oder aus der Mitteldistanz vergibt. Sonst haben wir hier unter Umständen 2-3 Punkte spielen wollen. Dann sind das erstmal in Anführungszeichen berühmte Elfpunkte. Machen. Und da gibt es das Foul, das war ein gutes Foul davon, wenn es appears, die Young an die Linie schickt. Mit den nächsten zwei von der Freiburg-Linie. Jetzt natürlich die hohe Presse von der Breitling. Wir versuchen jetzt, den Turnover zu erzwingen. Und der Pass. Guter Drive davon, dass er Pierce gegen Alina Hartmann, die hier das vierte persönliche Foul anhängt. Und eben jetzt die Möglichkeit hat, mit dem Endwurm dann auf 12 zu stellen. Was wir nicht momentan machen. 12 Punkte, 81 Sekunden Restspielzeit. Jetzt muss Bad Aibling ballern. Jetzt geht es nur noch über Dreier. Aber das verteidigt Göttingen jetzt gerade auch gut. Neben Radaric hier super aus dem Spiel raus. Und dann ist es Hartmann, die nur einen langen Zweier trifft. Von einem Ding fault allerdings auch nicht. Und dann ist nicht gewusst. Und dann gibt es das Foul von Bradaric. Jetzt auch hier viertes persönliches, Danny Crowder auch an die Linie. Es scheint so, als hätten sich die Einblickerinnen am Schicksal ergeben. 2 bis dahin 10 Punkte Rückstand und 45 Sekunden Restspielzeit knapp. Und Jenny Crowder mit 100% an der Zweitlinie. Gibt nochmal die Auszeit anstatt von 69,57. Wir sind wieder zurück. 69,57, 47,6 Sekunden nur noch auf der Uhr für Bad Aibling. Für die es, ja, ich habe es eben gerade schon gesagt, jetzt einfach nur noch über Dreier gehen kann. Schnell abschließen, möglichst, ja, eigentlich fast nur noch faulen oder eben schnell einen Turnover beim Einwurf zu produzieren. Und dann wieder auf Dreier gehen. Anders hat man fast schon gar keine Chance mehr, hier die 12 Punkte aufzuholen. Ja, und das für ein Team, was eigentlich im Saisonschnitt bei 72 Punkten steht.
Wobei man eben auch fairerweise dazu sagen muss, dass mit Lindsay Sherman eben die zweitbeste Scorer in der Liga heute verletzungsbedingt fehlt. Soll aber nicht die Leistung der Göttingerin schmälern. Fans erheben sich für die souveräne und starke Leistung ihrer Göttingerin. Darin spielt den Ball. Hartmann geht zum Tor. Und Coleman mit den guten Händen gut aufgepasst. Hat jetzt die Chance, der Layup. Die nächste Sitzung ist jetzt hier. Das macht sie. Jetzt ist der Deckel, setzt uns ja nicht drauf. Plus 14 die Führung. Die Knippo Bartschitz werden auch das dritte Heimspiel der Saison 2018-19 gewinnen. Während der Young jetzt auch nochmal in die Linie gehen darf. Und nochmal ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben darf. Jetzt darf tatsächlich für die Morgen nochmal zurück. Kumpo de Broniak mit dem Kurzeinsatz. Und Young lässt zumindest schon mal einen Punkt liegen. Auf dem Spiel heute. Und jetzt gibt es nochmal die Timeout. Und die gibt es auf Seiten der Göttinger. Genommen durch Janis Kukos, der da jetzt vielleicht sogar noch mal ein bisschen was ausprobieren möchte. Vielleicht noch mal einen Spielzug für die nächsten wichtigen Partien probieren möchte. Aber trotzdem ändert sich nichts daran. Es sind weniger als 28 Sekunden Restspielzeit. Plus 13 die Führung hier für Göttingen. Spiel natürlich entschieden. Bin gespannt, ob er Fenja Koyne jetzt dann auch nochmal zurück oder in das Spiel bringt. Dann auch als letzte Spielerin. Und dann ist es eben nur noch Eleni Kirazzi, die Griechin, die ja noch verletzungsbedingt fehlt, hatte sich ja vor der Saison Meniskusriss hier im Training zugezogen, wurde dann operiert. Bei ihr steht noch so ein bisschen in den Sternen, wann sie zurückkommt. Ist zumindest erstmal die B-Hilfen los. Aber ich vermute mal, vor Weihnachten werden wir sie vielleicht auch gar nicht mehr hier spielen sehen. Wird sich eben noch hinauszögern. Und dann hat man eben ja, quasi nach Weihnachten auf jeden Fall nochmal einen Neuzugang, was das Team unter Umständen nochmal stärker machen könnte. Bin auf jeden Fall jetzt schon gespannt auf die junge Griechin. Ja, und Fenja Koyne kommt rein. Bekommt jetzt die letzten 28 Sekunden in der Spielzeit. Damit auf dem Scoreboard vertreten am Ende des Spiels. Und jetzt fault das Eibling. In Form von Rekura. Ob das jetzt unbedingt schlau ist, damit 28 Sekunden vor Ende anzufangen, wage ich zu bezweifeln. Und in der Halle steht gefühlt jeder der 390 Zuschauer heute. Ich weiß nicht, ob es genau das war, was Janis Kukos seinem Team gerade angezeigt hat, dass er hier nochmal eine Defense-Variante ausspielen wollte. Auf jeden Fall versucht er jetzt wohl nochmal eine Offensiv-Variante aufzuzeichnen. Und es ist jetzt nicht unbedingt zum Verständnis vieler Fans, warum er jetzt nochmal eine Auszeit nehmen muss. Aber gut, das ist sein Recht als Coach, hat drei Auszeiten in der zweiten Halbzeit. Und davon macht er eben in diesem Fall Gebrauch. Zeit für uns nochmal eine kurze Werbeunterbrechung einzuschieben und dann sind wir pünktlich zu den letzten 20 Sekunden zurück. So, Werbung vorbei, Auszeit in 9 Sekunden und wir sind wieder da für die letzten 20,1 Sekunden und ich bin jetzt echt gespannt, was für ein Hammer-System jetzt von Janis Kukos aufgezeigt wurde.
Wäre natürlich lustig, wenn sein Team aus Fairnessgründen den Angriff ausspielen würde, ohne abzuschließen. Dann möchte ich mal sehen, wie er reagieren würde. Aber ob sich das eine Spielerin traut, ich wage zu bezweifeln. Ja, jetzt muss der Ball langsamer weg sein. Und ich habe hier zusammen mit zwei Punkten, ob das jetzt unbedingt der angezeigte Angriff war, der Ball ist. Versuchen, was im Interview herauszufinden nach dem Spiel. Und die letzten 10 Sekunden der Partie laufen. Hier natürlich seit 2 Minuten ungefähr entschieden. Und Young für Frau nicht mehr. Und die letzten 0,6 Sekunden gehören Götting. Und Claudia Ruzzi zeigt tatsächlich an, nimmt doch mal eine Auszeit. Sehr, sehr witzig. Das Spiel ist entschieden, das Spiel ist durch. Mit 74:58 gewinnen die Knippo Baskets wirklich deutlich gegen ein erfahrenes, eben als witziges Team aus Bad Aibling, die in der zweiten Halbzeit fast komplett mit 5,5 Spielerinnen nur noch gespielt haben. I love Göttingen, genau. Göttingen, die neue Heimmacht der Bundesliga. 3 Spiele, 3 Siege. Wir dürfen gespannt sein. Nachdem es zum nächsten Spiel am 10. eben gegen den Herrn APC auswärts geht, gegen den 8. Tabellen-2. geht es dann am 9. Spieltag am 25.11. nach einer 2-wöchigen Länderspielpause hier, ja, gegen den Liga-Primus aus Marburg. Etwas überraschend vielleicht zu dieser Saisonzeit, dass Marburg eben komplett oben steht. Und das wird sicherlich das nächste interessante Spiel. In Marburg wird die Göttingerin sicherlich keineswegs unterschätzen. Für unsere Gäste aus Bad Aibling geht es weiter. Bei den Nelson wird es am 8. Spieltag mit einem Heimspiel, was allerdings erst am 30.01.2019 ausgespielt wird, gegen Kelter. Und genauso gut wie am 25.11. die Pfeilchen, die Marburgerin empfangen, geht es dann eben für Bad Aibling nach Chemnitz. Und danach empfängt man zu Hause am 1.12. Nördling. Während es dann für die Knippo Baskets hier am 2.12. auswärts nach Salui geht. Und spätestens da wird es ein interessantes Spiel. Die nächsten beiden Spiele sind natürlich wieder Gegner, wo man sich als Knippo Basket vielleicht sagt, okay, gegen den Tabellen 1. und Tabellen 2. sind jetzt nicht unbedingt Spiele, die man gewinnen muss, wo man es natürlich trotzdem probiert. Aber Salui ist dann eben wieder ein Team, was unten mit drin steht und was man im Kampf um den direkten Klassenerhalt auf jeden Fall schlagen will und muss. Sicherlich ein hochinteressantes Spiel. Am Ende, ja, Spielerin der Partie, sicherlich Verdine Warner mit 20 Punkten und 16 Rebounds. Aber auch Corey Coleman, 15 starke Punkte, Alyssa Pierce, 14 Punkte. Und nicht zu vergessen Jenny Crowder, die mit 7 Punkten, 4 Rebounds, 4 Assists, aber auch 4 Turnover insgesamt eine starke Partie geliefert hat. Hat ungefähr die Hälfte der gesamten Assists in der gesamten Saison gespielt. Überragend also. Ja, und auf Seiten von Bad Aibling, Destiny Young, 13 Punkte, 11 Rebounds. Lena Marie Bradaric, ich habe sie mehrfach gelobt und das mache ich jetzt auch gerne nochmal. 16 Punkte, 5 Assists, 4 Rebounds für die 1,66 große Spielerin. Überragend, wie sie in der zweiten Halbzeit hier agiert hat. Und Zinere Kura auch mit 10 Punkten, noch zweistellig. Dann kommt noch Alina Hartmann mit 8, die natürlich einen schweren Stand hat im Spiel. Und Laureen Engel mit 8 Punkten. Was letztlich den 74:58 bedeutet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, während wir die Knippo Baskets von den Fans nochmal verabschiedet werden, bekommen wir den wohlverdienten Abschied. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen und dann hören wir uns in 3 Wochen hier wieder zum nächsten Heimspiel gegen Marburg. Bis dahin, ihr Florian Schmidt. Ciao.